Sie sind hier, 10. August 2018, 15.07 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Philipp Buhl hat WM Bronze gewonnen. Urheberrecht Getty Images. Lasersegler Philipp Buhl holt bei der Weltmeisterschaft vor Aarhus Bronze. Es ist die erste Medaille für den deutschen Seglerverband. Gold gewinnt ein Zypriote. Lasersegler Philipp Buhl hat bei der Weltmeisterschaft der olympischen Klassen vor Aarhus die Bronzemedaille gewonnen. Im abschließenden Medaillenrennen erreichte der 28-Jährige aus Sonthofen Platz 3 und sicherte damit das erste Edelmetall für den deutschen Seglerverband DSV bei den Wettkämpfen vor der dänischen Küste. Service-Zeitplan der Entscheidungen: Gold gewann Pavlos Kontidis aus Zypern, Silber ging an den Australier Matthew Horan. Buhl gelingt konzentrierter Auftritt. Die letzte Wettfahrt begann bei starkem Wind und Regen. Im Laufe des Rennens klarte es auf und der Wind ließ nach. Buhl gelang ein konzentrierter Auftritt, der ihm noch die angestrebte Medaille einbrachte. Ich habe diese Woche zwei große Fehler gemacht, die mich im Klassement zurückgeworfen haben, sagte Buhl. Ich hatte mir zwar den WM-Titel als Ziel gesetzt, aber das ist in einem Feld unserer Stärke ja kein Selbstgänger. Heute bin ich sehr happy über Bronze. Vor dem Medaillenrennen der besten 10 Lasersegler hatte Buhl noch auf dem 4. Rang gelegen, 4 Punkte hinter dem Briten Elliot Hansen. Dieser beendete das abschließende Rennen jedoch auf dem letzten Rang und fiel so zurück. Von Sportinformationsdienst.